Hallo ihr Schlingels, bevor das Video losgeht, muss ich hier gleich noch was einwerfen. Und zwar ist es bei mir so, dass ich immer mehrere Videos zum Le Camping Car auf einem Stück drehe. Das heißt, gibt es dann halt mehrere Baufolgen, die ich in einem Zuge drehe. Und da kann es auch mal passieren, dass zum Beispiel der Akku von dem Ansteckmikro leer geht. Ja, und da muss er natürlich geladen werden. Und damit ich hier aber nicht 2 Stunden rumsitze und warte, dass der vollgeladen ist, habe ich einfach weitergemacht. Das Problem ist, dass die Tonqualität so dermaßen schlecht ist, dass ich die Videos so in der Form, wie ihr es kennt, nicht hochladen kann. Das heißt, ich werde sie als Zeitraffer hochladen, weil einfach die Tonqualität so unterirdisch ist. Und selbst wenn ich die Tonspur extrem laut mache, wir haben ja ein Aquarium hier bei uns, man hört eher das Plätschern aus dem Aquarium im Hintergrund, als mich zu reden. Und dementsprechend muss ich die Videos leider, die letzten, leider so schneiden, dass ihr quasi ja, das Bauen als Zeitraffer seht, ohne Kommentare. Den Anfang lasse ich drin und das Ende auch. Da hört ihr dann, was ich meine. Und das hätte keinen Sinn gemacht, bei Videos, die unter Umständen eine halbe Stunde dauern, euch das zuzumuten, in dieser unterirdischen Tonqualität sich das anzuschauen. Normalerweise hatte ich gedacht, dass ich auch ohne Ansteckmikrofon einen einigermaßen guten Ton habe. Jetzt sitze ich hier und schneide die Videos und stelle fest, der Ton ist Grütze, da kann ich machen, was ich will. Und das ist eine Zumutung, wenn ihr euch das anschauen müsstet. Deswegen, wie gesagt, ich nehme die Tonspur einfach raus, mache das als Zeitraffer und ihr seht einfach, wie es zusammengeschraubt wird. Ich kann es nicht anders machen. Leider, ich kann gucken, dass ich vielleicht noch so ein paar wichtige Sachen drin lasse, aber es hört sich einfach furchtbar an und wie gesagt, über eine halbe Stunde Videos stellenweise macht das einfach keinen Sinn. Das zieht sich zu lang und das will sich auch keiner antun und das ist auch nicht mein Bestreben, dafür mache ich die Videos nicht. Ich konnte das auch nicht ahnen. Wie gesagt, ich habe auch schon öfter mit der Kamera auch ohne dem Puschel hier Videos gemacht und da war der Ton eigentlich nie so dermaßen schlecht, wie er jetzt ist. Ich weiß nicht, woran das liegt und ich habe auch, ja, das Mikro, ich dachte, ich mache bloß ein Video ohne Puschel. In der Zeit lädt das Mikrofon oder benutze ich es wieder. Leider habe ich die ganzen letzten Videos, ja, ohne Puschel benutzt. Leider zum Leidwesen von mir und leider auch zum Leidwesen von euch. Es ist, wie es ist. Es sind aber auch die letzten 4 Videos, die es betrifft. Das heißt, bis einschließlich Ausgabe 116 ist der Ton Grütze. Und leider wird es das nur als Zeitraffer geben. Dafür bauen wir die 117 bis 120 quasi als großes Finale in einem Livestream zusammen. Das heißt, die restlichen fehlenden 4 Ausgaben machen wir dann in einem Livestream und sozusagen beenden wir das Projekt auch in einem Livestream. Und da bin ich mir sicher, wird Ton und Bild wieder stimmen. Aber jetzt die nächsten 4 Videos sind halt wie sie sind. Trotzdem viel Spaß damit. Hallo ihr Schlingels da drauf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Le Camping Car. Heute mit der Ausgabe 113. Und es sieht mir ganz danach aus, als wenn wir die Rücklichter installieren dürfen. Aber ich würde sagen, wir setzen uns an den Arbeitstisch und schauen mal genauer nach, was hier drin ist und was wir heute tun dürfen. Auf geht's! Thank you.
Mit der Ausgabe 113, wir haben wieder eine Menge geschafft, beziehungsweise wir haben die Trittlichter installiert. Ich bin gespannt, womit es mit der 114 weitergeht. Das erscheint dann diesmal wieder eigentlich nicht besonders um die heiße Phase in den Endsport ins Finale in die letzte Runde. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao!